Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020 hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Kanada und das müsste jetzt eigentlich mal wieder ein vernünftiges Rennen geben. Dahingehend, dass ich dort vielleicht sogar Punkte hole, weil Kanada ist neben Österreich eigentlich die Strecke, die ich, ja, ich würde es zumindest mal so behaupten, am besten beherrsche, gefühlt. Aber eben, wie heißt es so schön im Fußball, die Wahrheit liegt auf dem Platz, hier liegt sie auf der Rennpiste. Also, wir gehen mal rein. Und gucken, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen, würde ich sagen, investiert. Und ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Wenn es jetzt natürlich regnet, dann könnt ihr das alles wieder vergessen. Ja, das freut mich. Also Aktivitäten, zack, diesen hier. Dann Einrichtung, gucken wir gleich. Feebaum. Jawohl. Mach mal. Magnetische Verbindung, ja, ja. Kann nicht schaden. Haben wir noch was? Nein. Gut. Fahrzeug. Ja, jetzt fängt es da außen ein bisschen an. Hier beim MGU Motor Generated Unit. Kinetisch. Würde ich für das Rennen mal noch lassen. Firma, jetzt alles okay. Rangliste. Ja, auf der 11. Ja, passt. Dem Fahrzeug entsprechend. Aber Einrichtungen, da möchte ich noch was machen. Wo haben wir eigentlich fast zu wenig? Beim Chassis. Wir gucken mal. Ja, kann man eigentlich machen. Das ist jetzt nicht so teuer. 2 Millionen, 2 Millionen, 5. Ich würde sagen, wir machen das mal. Und das mal. Und dann haben wir noch 8. Wie gesagt, wir müssen Löhne bezahlen. Von daher würde das ungefähr passen. Dann würde ich sagen, wir gehen hier zurück und starten den Spaß. Und jetzt bitte kein Regen in Kanada, weil okay. Ihr wisst, wie es ist bei mir. Die KI lassen wir natürlich. Das ist klar, würde ich sagen. Das haben wir jetzt in Monaco auf... Wo sind wir? Auf 83. Ich gucke mal nochmal schnell. Oh, geht leider nicht mehr, aber irgendwo in Optionen kann man das ja noch gucken. Ich glaube, wir sind auf 83, das hat man in Monaco so. Dann lassen wir es natürlich hier auch so. Eigentlich vielleicht sogar fast eher raufgehen, auf 85 wieder. Nee, ich lasse es mal auf 83. Es schadet nicht, wenn wir auch mal wieder ein bisschen weiter vorne sind. Behaupte ich mal. So, Wetter, Schwein gehabt, Wolken und Qualify bei Sonnenschein, das ist in Ordnung. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass mich hier raus. Jetzt? Nee, das ist der Feebaum. Kann ich den nochmal? Nee, nicht mit den Punkten, die wir haben. So, hier war's. Hier eins zurück und dann ins Training rein. Bei wolkigen Bedingungen, Regen haben wir nirgends im Training. Ja gut, machen wir einfach das hier und machen die Akklimatisierung. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die Akklimatisierung mache, weil ich kenne die Strecke. Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert im Vergleich zur 19er Version. Klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber also ich glaube, ich bräuchte hier nicht mal unbedingt viel Training. Wir schauen mal. Wir gehen rein, laden ein Setting. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gehört. Falsch. Nein. Jetzt. So, gelb und dann den hier. Kanada habe ich, glaube ich, noch nicht geladen. Das ist, glaube ich, das erste Rennen, das wir hier machen. Weil in der ersten Saison haben wir ja nicht... Oh doch, ich habe hier was. Aber nass zweimal. Ja, nö. Nass brauche ich nicht, wenn es nicht regnet, würde ich sagen. Dann gehen wir mal gucken, ob wir nicht noch was Trockenes finden. Wenn es geht, nicht gerade Zeit fahren. Das habe ich schon mal erläutert. Ich glaube, ich habe letztens tatsächlich schon wieder irgendwie ein Zeitfahrdingens erwischt. Kanada on Gamepad? Nein. Vancouver trocken. Steht hier irgendwo Full Race? Kanada Try All Cars. Ist immer ein bisschen von diesem Gatlick. Heißt der Gatlick? Jawohl. Da steht aber nichts von wegen Zeitfahren. Das habe ich schon mal genommen. Und dann hieß es, das ist fürs Zeitfahren. You understatement or donation? Okay. Please do not forget. Okay. Da steht halt nichts. Setups for all cars and tracks. Gatlick. Da steht aber nichts von wegen Zeitfahren. Ich nehme das mal. Wir können es ja manuell nochmal anpassen. Wir gucken uns das sowieso nochmal an. So, aktualisieren. Ganz rauf. Mercedes, Kanada, trocken. Da steht tatsächlich, da hinten steht Spielmodus Zeitfahren. Kann man das nicht in die Mod auch reinschreiben? Das wäre noch hilfreich. Okay, wir gucken nochmal schnell nach was anderem. Aber ich werde jetzt hier nicht 10.000 verschiedene Sachen ausprobieren. Da braucht ihr keine Angst haben. Wir versuchen es mal mit etwas Zweitem. Kanada halt nicht fürs Gamepad. Das bringt natürlich auch nicht viel. Sprint, Kanada trocken.
Kanada Grand Prix, Xbox, Wheel, Kanada Trocken. Wie machen wir den hier? Bei Sonnenschein. Was steht hier? My Team Kanada Trocken. Rennen, da steht Rennen. Wir abonnieren das mal. Gehen hier wieder raus. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder am Rasenmähen. Na ja gut, das müsste eigentlich überklungen werden vom Motorengeräusch. Hoffe ich mal. Die müssen immer dann Rasenmähen, wenn ich aufnehme. Unmöglich. Also, wir aktualisieren nochmal. Dann haben wir hier Trocken. Spielmodus Karriere. Ja, ich weiß. 5-7. Ah, da können wir ein bisschen runter, würde ich sagen. Das ist mir fast ein bisschen zu langsam. Ich würde sogar das Ganze auf 3-5 machen. Weil da ist so eine ewig lange Gerade dabei. Klar, es hat auch Kurven, wie die meisten Formel 1 Strecken. Oder eigentlich fast alle oder alle. Ich versuche es mal mit 3-5. Das ist ein Training. Im Training sollte man testen. Also, machen wir. Fliegende Runde. Bitteschön, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder runter mit dem Sound. Na! Ja. So, ein bisschen Motorengeräusch muss ja schon sein. Hier, das ist, was ich meine. Jetzt kommt eine ewig lange Gerade. Wenn er hier mit... Ja. Brauche ich hier eigentlich noch nicht, aber wenn er es gerade sagt... Oh, das Mikrofon ist ungünstig. Sagen wir mal ein bisschen höher. Ich hoffe, euch platzen jetzt nicht die Ohren, aber ich bin ja eigentlich kein Schreihals, von daher denke ich, das müsste gehen, weil sonst ist es tatsächlich im Weg, wenn ich hier lenken möchte oder lenken muss. Uff. Okay, ich sehe schon, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu mutig, das Ganze. Wir machen das gleich nochmal. Das geht eigentlich einfacher, wie jetzt hier im Kreis zu fahren. Zurück in die Garage. Ja. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, das war jetzt tatsächlich Käse. Aber ich möchte halt nicht... ich möchte halt tatsächlich nicht jetzt auf der Geraden irgendwie... ja, allen hinterherfahren. Ganz einfach. Ich glaube, ich riskiere es trotzdem nicht. Autoeinstellungen. Zack. Aerodynamik. Wir machen hier wieder 4. Okay, das könnte ich auch beim Auto selber. Ich weiß, ich mache mal 4-5. Dann können wir das mal testen. So. Repariert haben wir, glaube ich, schon. Jawohl, geht zur Strecke. Machen wir wieder die fliegende Runde und versuchen das nochmal. Jetzt haben wir, glaube ich, die Akklimatisierung nicht mehr drin. Aber das ist egal, tatsächlich. Also klar, es gibt dann halt weniger Punkte. Ich weiß, ich kenne das Spiel. Aber jetzt haben wir sogar strahlenden Sonnenschein. Aber macht ja jetzt im Moment gerade nichts. Weil wir sind nicht auf Punktejagd bei My Team. Sondern ich möchte hier ein cooles Rennen fahren. Und wir haben Punkte und wir haben Geld. Okay, ja, kann ich noch nicht sagen, ob es besser ist. Werden wir gleich sehen. Wenn die wilden Kurven kommen, sozusagen. Die hier zum Beispiel. Dreht mich immer noch ein bisschen, in Ordnung. Aber wegen dieser einen Kurve möchte ich nicht das ganze Setting... Ich möchte nicht das Setting auf diese Kurve ausrichten. Weil wir haben hier so viele schnelle Abschnitte. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir hier zu sehr vorsichtig sind. Also wenn wir hier zu vorsichtig sind. Oh, okay. Nicht ideal. Sag mal. Liegt nicht schön, das Fahrzeug. Das ging jetzt halbwegs. Okay, das ist schon mal ein Schritt in die Zukunft. Ich glaube, ich muss hier doch mehr als nur eine Runde machen. Nicht, weil ich die Strecke nicht kennen würde, sondern... Ja, ihr seht, weil mir die Karre tatsächlich rutscht. Ich versuche es mal nochmal. Mit dem Setting. Und sonst muss ich da nochmal gucken. Ausgerechnet hier in Kanada haben wir jetzt ein Problem mit dem Setting. Gibt es doch nicht. Also, dass da nicht das erste greift. Weil normalerweise haben wir ja doch meistens, dass die ersten Settings schon mal relativ gut sind. Oh ja, gefährlich, kenne ich. Da bin ich schon mal im Stream reingekachelt und ausgeschieden. Ist schon ein Momentchen her, aber... Ich kann mich noch erinnern. Da dreht es mich tatsächlich ein bisschen. Bisschen Wiese mitnehmen. Hier, das muss mit voller Pulle gehen. Geht's auch.
grenzwertig, würde ich sagen. Da hinten ist einer, der möchte durch. Oder was möchte er? Weiß ich nicht. Mal gucken. Wir müssen jetzt auch nicht auf ihn Rücksicht nehmen. Wir müssen selber gerade testen. Der ist aber massiv schneller. Seht ihr das? Heiliges bisschen. Giovanazzi. Okay, warum sind sie dermaßen viel schneller als wir? Das können wir jetzt gleich nochmal testen hier auf der Geraden. Boah, was uns der hier abnimmt an Zeit, das ist ja erschreckend. Schaut euch das mal an. Also, warum das denn? Nicht auf der Geraden ist ein bisschen schneller? Ja, mit ihm. Das ist jetzt wirklich, also das gefällt mir jetzt natürlich überhaupt nicht, weil jetzt haben wir tatsächlich im Training schon mal einen Indiz dafür, dass wir hier nicht wirklich mithalten können. Also wenn uns Giovanazzi hier schon so viel Platz abnimmt. Ich fahre aber nochmal eine Runde. Ich gucke mal, ob ich ihn nochmal einholen kann. Das sieht aber überhaupt nicht danach aus. Der hängt uns ab. Heiliges bisschen. Und eben, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, Hamilton oder so. Das ist, ja, Giovanazzi. Nichts gegen Giovanazzi, aber... Und hinten kommt schon der Nächste. Eieiei. Ja, okay. Besser wie ich das auch schon. Man sieht es auch gleich. Da ist der Gelbe gleich wieder ein bisschen weg. Ich habe keinen Anhaltspunkt, ob ich auf der Geraden schnell bin. Wenn wir jetzt mal den Hintern beobachten. Ja, so richtig rankommt er nicht. Hängen wieder ein bisschen ab. Das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube grundsätzlich, wir sind eher langsam. So wie es aussieht. Ich messe mich jetzt mal mit dem hinter uns, mit dem Renault. Ein Renault wird das sein, wenn er so schön gelb ist, nehme ich an. Da wird das Training schon zur Herausforderung, indem man hier tatsächlich schon guckt, oh, hier ist er ganz übel, seht ihr das? Heieiei, warum denn? Ich meine, die Flügel auf 4,5, das ist doch nicht irgendwie so ein Wabonk-Ding, von wegen, dass man dann die ganze Zeit sich dreht. Verstehe ich nicht. Aber tja, it is wie es ist. Sollen wir ins Qualify? Das ist eine mutige Geschichte, wenn wir so ins Qualify gehen. Aber no risk, no fun. Wieder besser erwischt als vorher. Ja, wir gehen ins Qualify. Okay, gut, machen wir. Also zurück in die Garage, damit er hier nicht nochmal eine Ehrenrunde dreht. ich bin irgendwie nicht so überzeugt, aber ihr wisst wahrscheinlich jetzt auch warum. Gut, können wir beenden. Beende die Session und ab ins Qualify. Heieiei. Ich bin nicht überzeugt. Ne, das vergessen wir getrost, weil das war nicht so schön. Das war nicht, wie ich es erwartet habe. Naja, jetzt mal schauen. Im Rennen ist dann sowieso wieder alles anders. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir im Qualify natürlich auch irgendwie schon mal ein bisschen eine Grundlage legen. Dafür, dass das dann im Rennen nicht ganz so schwierig wird. Ja, das wird simuliert. Es lädt. Und es lädt immer noch. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, dass auch die Ladezeiten ein bisschen zugenommen haben hier bei der 20er Version. Ja, ich weiß nicht, was da zusätzlich geladen werden muss, aber irgendwas wird es in dem Fall sein. So, wenn ich das sehe, da kommt mir wieder der Flight Simulator in den Sinn. So von oben das Ganze. Es lädt mal wieder. Gut, da sehen wir. Wir haben noch Nachrichten. Wochenvorschau. Ja, ist alles klar. Jawohl, Feebaum lassen wir mal. Jetzt wird es vielleicht doch noch Zeit, dass wir hier kurz... Ja, wo ist es denn? Das Teil hier noch kurz ersetzen. Das gibt keine Strafe, weil wir sind noch nicht im Qualify. Und im Qualify, wo wir jetzt reingehen, dort werden wir jetzt ein neues MGU-Teil haben. Dann können wir hier vernünftig fahren. Bei Sonne. Sauber. Also, ich gucke nochmal ganz kurz. Autoeinstellungen. Lassen wir das, wie wir es haben. 4,5. Boah, ich würde mal sagen, ja. Okay, gut. Also, zurück. Geht zur Strecke, haben wir hier.
ich gehe zur Strecke und jetzt heißt es nicht rutschen, sondern fahren, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, da haut der Ferrari schon wieder ab. Oh, come on. Besser erwischt, definitiv, aber ja, auf der 16, das ist für Kanada nix. Aber ich bin halt irgendwie immer noch bei unserem alten Fahrzeug und das ist natürlich falsch. Wir haben kein Ferrari, das da vorne ist der Ferrari. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was dazu gewonnen, sind wir auf der 12. Jetzt mal gucken, wie es nach der Geraden aussieht. Das ist dann ein Indiz dafür, wie schnell wir auf der Geraden sind. Ja, ist okay. Auf der 9. Okay, jetzt am Schluss wird es doch noch besser. Ich glaube, die 9 haben wir. Zeigt es uns mal. Jetzt kommt wahrscheinlich zuerst wieder 22. Genau, warum auch immer. Irgendwie. Da, die 9. Ja, da bin ich zufrieden. Das ist okay. Damit können wir arbeiten. Das wäre ein Rang in den Punkten. Müsste passen. Ja, und im Rennen, wie gesagt, also ich fahre lieber Rennen als Qualify, weil da kann man auch mal einen Fehler machen im Rennen. Ich verstehe es nicht, ich muss lauter machen. Ja. Ja, machen wir das. Zufrieden? Klasse, zufrieden. Okay, bestens, dann lasst uns ins Rennen gehen. Oder haben wir noch irgendwas? Okay. Okay. Ist in Ordnung. Nee, dann können wir wohl ins Rennen gehen. Ja, cool, freue mich drauf. Kanada, wie gesagt, ich fahre die Strecke gern. Mal gucken, ob ich sie auch halbwegs gut hinkriege. 9. Platz mit dem Fahrzeug bei der KI, denke, ist okay. Zeigt halt einfach, dass wir mit dem Fahrzeug noch nicht so weit sind. Aha, er ist auch zufrieden. Ja. Gut, ich würde noch gerne schnell gucken. Jawohl, jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Passt. Den Energiespeicher verwenden wir immer noch den ersten. Die erste Komponente bei der Steuerelektronik ebenfalls. Ja, passt. Let's start the race. Wir gönnen uns noch ein Schlückchen Wasser, während sie die Strecke hier nochmal zeigen. Das sieht aber nach Regen aus. Ja, den kenne ich ja auch noch. Aha. Vor der Kurve. Mhm. Okay, von wem haben wir es heute? Mal gucken. Von gar keinem. Da verschlucke ich mich gerade mal. Ja, von gar keinem. Sonst erzählen sie doch immer noch ein bisschen. Naja gut, wir wollen jetzt auch keine Geschichten hören. Wir wollen ins Rennen. Volle Pulle. Gucken, dass ich wieder vernünftig wegkomme. Da kann ich hier schon ein bisschen nach vorne vielleicht. Ich muss wieder ein bisschen runter mit der Lautstärke. Ja, das hat gar nicht so schlecht geklappt. Da schießt aber der eine Kollege hier massiv raus. Dreht sich. Boah, habt ihr das gesehen? Harakiri, der Kollege. Jetzt muss ich aufpassen. Der braucht auch ein bisschen Platz. Ja, das hat aber geklappt. Er hat ein bisschen zurückgezogen. Wir sind auf der 8. Ja, ich muss aufpassen, dass die da nicht abhauen. Die sind ja enorm schnell hier, Perez und Co. Während wir schon wieder angegriffen werden.
ich spare das ERS, weil das brauchen wir hier auf der Geraden, die jetzt kommt. Die ist so lang, da werden wir ordentlich ERS verbraten. Können wir später dann... nicht in die Wiese. Können wir später dann natürlich mit DRS hier noch kombinieren. Ja, da kommen wir deutlich ran, das sieht man. Wenn wir das ERS nutzen können. Ja, ist eine ordentliche Position. Bis jetzt bin ich zufrieden und irgendwie hinter uns muss was passiert sein. Die sind jetzt massiv zurückgefallen. Nicht drehen. Hier verliere ich immer ein bisschen, weil ich kann die Kurve nicht vernünftig fahren, sonst dreht es mich. Nicht dort rankommen. Glück gehabt, Auto ist in Ordnung, Flügel sind noch dran. So, hier musste ich wieder das ERS nutzen, damit ich nicht wirklich hier noch den Anschluss verliere. Und viel stärker bremsen als nötig, weil ich zu spät gebremst habe. Das ist natürlich Käse. Hier bremse ich definitiv früher. So, und in der nächsten Runde gibt es DRS. Mal gucken, ob wir mit dem ERS hier Perez schon näher kommen. Ja, wir kommen. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, um ihn zu überholen. Ne, das ist mir zu gefährlich. Bin leicht angespannt, wenn ich schon mal wieder irgendwie eine vernünftige... Ich muss da aufpassen, das gibt's nicht. Ich merke richtig, wie das Auto unbedingt eigentlich ausbrechen möchte. Musste ich wieder mehr bremsen als nötig, weil ich sonst in Perez reingekracht wäre. Da haben wir DRS. Aber das hat Perez auch. Nicht drehen. Ja, mache ich gleich. Hier auf der Geraden, dafür haben wir die sozusagen.